Das hatte sich der Lenker dieser Drohne wohl anders vorgestellt. Bei der Vorführung der ersten postzustellenden Drohne des Landes in der russischen Stadt Ulan-Ude im Südosten Sibiriens geschah ein Malheur. Der Flugapparat zerschellte an einer Hauswand, anstatt das anvisierte Ziel zu erreichen. Anschließend konnten die Zuschauer nur noch die Überreste am Boden bestaunen.